Fritz und ich tauchen heute in eines der dunkelsten Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte ein. Die Erkundungstour im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen wird für uns zur Grenzerfahrung. Hallo? Mein Name ist Wigald Boning. Die meisten kennen mich als Schauspieler und Comedian. Was aber kaum jemand über mich weiß, ich bin ein echter Geschichtsfan. Zusammen mit meinem Freund Fritz mache ich mich auf, die Geheimnisse vergessener Orte zu lüften und ihre Geschichte zu erforschen. Wir sind auf dem Weg zu einem Ort, den es offiziell nie gab. Das berüchtigte Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen. Es war in keinem Stadtplan der DDR eingezeichnet. Stattdessen ein weißer Fleck. Hohenschönhausen, hier ja. War das Stasi-Gefängnis. Ah, dieser Freifläche hier, oder was? Richtig, ist gar nichts eingezeichnet. Im Grunde sind da noch weitere Straßen, aber das wurde hier gar nicht groß dargestellt. Das werden wir wahrscheinlich dann sehen. Ist wahrscheinlich irgendwie aus Sicherheitsgründen oder... Geheim. Irgendwie geheim, ne? Komplett geheim. Bis zur Wende saßen über 10.000 Menschen in Hohenschönhausen ein. Viele Schriftsteller, Andersdenkende, Künstler, Politiker. Ihnen wurde Regimekritik oder geplante Republikflucht vorgeworfen. Mit dem Mauerbau 1961 schloss die DDR ihre eigenen Bürger ein. In der offiziellen Begründung wollte man sie so vor schädlichen Einflüssen aus dem Westen schützen. Das ist eine Maschinenpistole? Nein, du wirst geblendet. Die blendet mit einem Spiegel Leute, die fotografieren wollten. Die wollten nicht das Westen das fotografieren, haben so einen Spiegel hingehalten. Über Nacht einfach irgendwie hochgezogen, provisorisch, richtig. Und dann war sie einfach da. Ganz genau. Auch so Thema Freiheit ist ja irgendwie hinüber. Die Stasi, die Geheimpolizei der DDR, setzte alles daran, die Diktatur zu stützen und jeglichen politischen Widerstand zu zersetzen. Der Beginn eines perfiden Überwachungssystems. Eine Schlüsselrolle spielte dabei das Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen. Fritz und ich fahren in den Osten Berlins. Hier, mitten in einem Wohngebiet, befand sich eines der bestgehüteten Geheimnisse der DDR. Oh, guck dir das an. Es wirkt skurril. Unmittelbar neben den Einfamilienhäusern steht plötzlich dieser Koloss. Das Ministerium für Staatssicherheit hat das Gelände 1951 von der sowjetischen Besatzungsmacht übernommen und zur Stasi-Hochburg ausgebaut. Rund um das Gefängnis waren Behörden untergebracht. Die Mitarbeiter wohnten sogar hier. Für alle anderen war das Gebiet Sperrzone. Heute darf jeder rein. Das Gefängnis ist eine Gedenkstätte mit 400.000 Besuchern pro Jahr. Fritz und ich bekommen aber exklusiven Zugang zu Bereichen, die sonst für die Öffentlichkeit tabu sind. Ich habe gelesen, dass es hier ein unterirdisches Verlies geben soll, U-Boot genannt, das schon die Sowjets benutzt hatten. Darin saßen die Gefangenen monatelang in Einzelhaft, von der Außenwelt abgeschnitten. Oh Gott. Okay, guck mal, hier ist irgendwie so eine Pritsche oder sowas drin. Eine Mehrpersonenzelle. Für 8 bis 9 Leute. 8 bis 9 hier drin. Oder 8 bis 10. Und tagsüber durftest du hier ja nicht liegen und du durftest dich auch nicht hinsetzen. Das heißt, die Leute standen den ganzen Tag hier. Obwohl du ja theoretisch hier drin gar nicht weißt, wann Tag ist und wann Nacht ist. Weil immer das Licht brannte. Genau, es ist hier nur oben dieses komische Licht und das brannte. Du hast kein Fenster. Die Gefangenen sollten das Zeitgefühl, jede Orientierung verlieren. Die Gänge hier unten erinnern mich wirklich an ein U-Boot. Man fühlt sich weit weg von der realen Welt. Da
Die totale Isolation der Gefangenen war eine der wichtigsten Stasi-Methoden. Ich will zunächst wissen, wie fühlt es sich an, hier alleine eingesperrt zu sein? Aber nicht weggehen, ja? Nein. Fritz hat mich die ganze Zeit im Blick. Rückzug oder gar Privatsphäre sind hier ausgeschlossen. Die Zelle, 2 Quadratmeter groß, kein Fenster, Dauerlicht. Hinlegen ist verboten. Schon nach 10 Minuten kann ich die Enge kaum ertragen. Hallo? Hallo? Fritz? Wie war's? Komisch, oder? Ja, war jetzt nicht lang. Das sind jetzt ja nur ein paar Minuten, aber ich habe ausreichend Fantasie, um mir fest vorzustellen, dass das sich sehr bedrückend auswirkt nach ein paar Stunden schon. Wenn man in dieser Zelle jetzt lange Zeit zubringen müsste, wie hat man sowas geschafft? Wie macht man sowas? Das kann uns nur jemand erzählen, der es selbst erlebt hat. Arno Drefke arbeitete als 19-Jähriger für einen antikommunistischen Jugendverband, als Kurierfahrer. Bei einer Fahrt im Frühling 1953 wurde er von der Stasi festgenommen und verschleppt. Wohin man ihn brachte und was man ihm vorwarf, das wusste er nicht. Nur habe ich ja mal versucht, also ich habe erst mal auf der Pritsche ja Platz genommen und habe gedacht, oh je, auf was hast du dich ja nur eingelassen und was geschieht hier mit dir? Ja? Solche Gedanken kreisen ja auch nur zuerst. Ich habe ja dann bloß so ein paar Zentimeter auf die Pritsche Platz nehmen können und dann tat er hinter mir. Also dann bin ich wieder aufgestanden und habe hier diese paar Schritte gemacht, die mir hier zur Verfügung standen. Das war schlimm, das war grausam. Ja. Ich habe gezählt, wie oft kann ich denn meinen Schuh hintereinander stellen und so weiter. Also solche Experimente macht man ja dann. Nicht? Für Arno Drefke begann eine Tortur aus Schlafentzug, Hunger und stundenlangen Verhören. Er war vollkommen isoliert. Die anderen Gefangenen sah er nie. Sprechen durfte er nur mit seinem Vernehmer. In seiner Zelle war er von absoluter Stille umgeben. Ich musste mich ja irgendwie ablenken. Ich hatte ja hier nichts. Es gab ja auch kein Buch, keine Zeitung, kein Brief, nichts Schriftliches rein. So, nur habe ich dann so die Handfläche genommen und habe auf der Handfläche nur irgendwelche Worte, mir die Buchstaben raufgeschrieben. Ich wollte ja Ablenkung haben. Also einen Stift gab es, einen Schreiber. Ach wo? Hier, der einfach Finger. So Finger. Ja. Der Finger, nichts anderes. Unterhalten konnte ich mich mit niemandem. Ich durfte ja auch nicht laut sprechen, singen, pfeifen, also keinen Ton von mir geben. Absolute Stille draußen, grausam, ganz grausam. Ja. Dass man sich überhaupt überlegt, wie hast du da die 5 Monate überstanden? Oder es gab ja hier Leute, die haben ja über ein Jahr drin gesessen, die waren nachher fertig. Arno Drefke hielt den Psychoterror 5 Monate lang aus. Dann unterschrieb er ein Geständnis. Im Rückblick waren es gerade die kleinen, täglichen Schikanen, die ihn so zermürbten. Die Schließer, die hatten Hausschuhe an mit einer Filzsohle. Sie waren also absolut nicht zu hören. Ja, sie haben ja, wenn sie mich beobachtet haben, und ich habe nicht gemerkt, dass sie mich beobachtet haben, dann haben sie beim Weggehen bewusst mit der Klappe hier geschurrt. Damit ich innen immer wieder hörte, oh, jetzt waren sie wieder da. Das sollte mir eben immer wieder bewusst gemacht werden, so alle 8 bis 10 Minuten. Jetzt wirst du kontrolliert. Jetzt soll mir eben so eingehämmert werden. Ja? Wegen angeblicher Spionage bekam Arno Drefke lebenslänglich. Nach 10 Jahren kam er frei, unter einer Bedingung. Absolutes Stillschweigen. Aus Angst vor dem Psychoterror der Stasi hielt er sich daran, 25 Jahre lang. Selbst seine Familie erfuhr erst nach der Wende von seiner Geschichte. Unglaublich, was sich hinter diesen Mauern abgespielt hat. Den Neubau gibt es seit den 1960er Jahren. Er wurde von den Gefangenen selbst errichtet. Wir wollen das Untergeschoss erkunden. Wir bekommen exklusiven Zutritt.
Strom gibt es hier unten allerdings keinen. Zum Glück ist Fritz immer bestens vorbereitet. Das ist eine Taschenlampe, das ist gut. Hier unten waren ebenfalls Häftlinge untergebracht und mussten auch arbeiten. Ab den 1980er Jahren war Hohenschönhausen nämlich nicht nur Untersuchungsgefängnis, sondern hier haben Gefangene auch ihre Haftstrafe abgesessen. Die weiblichen Häftlinge mussten in der Großküche arbeiten und das Essen für die anderen Insassen zubereiten. Guck mal, was haben wir hier denn? Boah! Schau dir das mal an. Was ist denn das für eine merkwürdige Topfsammlung? Ich könnte mir vorstellen, dass man mit sowas jetzt die fertige Suppe in die Zellentrakte transportiert. Ein weiterer Beweis, dass die Häftlinge streng isoliert waren. Einen Speisesaal wie in anderen Gefängnissen gibt es hier nicht. Die Einsamkeit hat die Stasi ausgenutzt, um die Häftlinge zu brechen. Nur wer kooperierte, bekam Vergünstigungen. Kaffee, Zigaretten oder ein Buch. Im ersten Stock finden wir die Bibliothek. Nach Monaten in Isolationshaft muss das für die Gefangenen wie die Erlösung erschienen sein. Vielleicht haben die Worte noch mehr bedeutet, als wir heute ahnen. Beim genauen Hinsehen entdecken wir nämlich Markierungen in den Büchern. Hier ist irgendwas unterstrichen, ne? Ja. Ist es denn bei uns drüben anders? Unterstrichene Wörter finden wir auch in anderen Büchern. Die Unfreiheit, lieber Herr, kostet viel, aber man zahlt auch für die Freiheit. Ja, Unfreiheit, Freiheit, oder? Ja. Haben die Gefangenen auf diese Weise stumm protestiert? Oder sind die Wörter ein geheimer Code? Mit dem Fingernagel eingeritzt ins Papier. Hier gab es keine Mauern. Wer die Worte markiert hat und warum, das weiß bis heute niemand. Ab den 1960er Jahren waren die Häftlinge in diesem Trakt hier untergebracht, teilweise auch zu zweit. Auch das ein bewusster Trick der Stasi. Die Gefangenen sollten sich gegenseitig aushorchen. Die meisten Häftlinge saßen aber auch hier in Einzelhaft. Nur für den Gang zum Vernehmer verließen sie die Zelle. Dabei sollten sie keinesfalls anderen Insassen begegnen. Deshalb hat die Stasi alle Flure mit einem Ampelsystem ausgestattet. Ach, schau mal hier. Das ist übrigens fürs Ampelsystem. Okay, rot, grün. Rot, wenn man jetzt mit einem Häftling über den Flur will, dann drückt man erstmal. Ah, okay. Hier, die Lampe. Jetzt wissen alle anderen, die um die Ecke stehen. Achtung, ja. Flur ist besetzt. Damit sich die Häftlinge nicht begegnen. Die über 100 Zellen hier sind zwar nicht mehr unterirdisch, aber trotzdem waren die Gefangenen ohne Orientierung. Es gab zwar Fenster, allerdings mit dickem Ziegelglas. Rausgucken geht nicht. Jeder private Gegenstand in den Zellen war verboten. Wir suchen nach Spuren der Gefangenen. Let's go west. Amnestie, 1.6.89. Guck mal, hier steht irgendwas mit 3.5.89, davon 42 Tage CSSR. Und hier sind ganz, ganz viele so eine Striche, also, die man kennt. Hier ja, auch die Striche? Wahrscheinlich, um im Bilde zu bleiben, wie lange man überhaupt hier ist. Die Gefangenen müssen eine Mischung aus Verzweiflung und Hoffnung gespürt haben. Vielleicht sind diese Einritzungen ein Weg gewesen, genau das auszudrücken. Ein Gedanke geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wenn ich damals in der DDR gelebt hätte, wäre vielleicht auch ich ins Visier der Stasi geraten. Jeder, der anders war, machte sich verdächtig. Es reichte schon, Punk zu sein oder Bestmusik zu hören oder das falsche Buch zu lesen, um verdächtig zu erscheinen. Und hier in Hohenschönhausen zu landen. Gefangen an einem Ort, den es offiziell nicht gab. Angehörige und Freunde hielten die Verschwundenen oft für tot. Auch die Gefangenen selbst wussten nicht, wo sie sich befanden.
Die Desorientierung hatte System. Eine wichtige Rolle spielte dabei dieser Transporter. Eine fahrende Gefängniszelle. Nach der Verhaftung wurden die Verdächtigen in diesem Transporter nach Hohenschönhausen gebracht. Eingepfercht in eine winzige, fensterlose Zelle. Passt du da überhaupt rein? Oben ist so ganz wenig offen für Luft. Hier oben ist ein Schlitz. Ja. Gut. Und das war's. Und hier kam man dann an, wurde aus dem Auto geholt. Und diese Neonbeleuchtung wirkte dann natürlich ganz besonders hell. Ja, jetzt schon. Also wenn man jetzt noch mal kurz drin war. Und das war natürlich Programm. Ja. Ging darum, gleich so eine Art Schock auszulösen beim Ankömmling. Sobald die Gefangenen hier drin waren, hatte die Stasi sie rund um die Uhr im Blick. Wir entdecken den ehemaligen Kontrollraum. Die Schaltzentrale aller Kameras und Kontrolllampen im Gebäude. Guck mal, hier ist was Bildwahl. Da hinten haben wir ganz viele Fernseher. Wahrscheinlich könnte man irgendwie hier in die einzelnen Kameras reinschalten. Ja. Also ich weiß, dass wenn du jetzt einen Riegel an der Tür geöffnet hast, bereits dann leuchtet hier eine bestimmte Lampe auf. Also du musstest noch gar nicht aus der Zelle raus, aber es wurde bereits dort angezeigt, da verändert sich was an der Tür. Für ihre Psychofolter war der Stasi jedes Mittel recht. Wer trotz Isolationshaft, Dauerüberwachung und Schlafentzug widerspenstig blieb, der kam in die Gummizelle im Keller. Eine letzte Maßnahme, um auch die Unbeugsamen zu brechen. Schau dir das an. Hier ist aber auch keine gute Luft drin, ne? Nee, das ist so mit Gummi ausgepolstert hier. Auf mich wirkt das wie die Kulisse eines Horrorfilms. Nach einer Woche hier drin war man sicher zu jeder Aussage bereit, nur um endlich rauszukommen. Ja, als hätte mir meine Fingernägel hier so angekratzt, so ein bisschen, ne? Die Gummierung hatte auch den Sinn, dass die Schallisolierung komplett wird. Also, dass du überhaupt gar nichts mehr hörst. Ja. Also, ein weiterer Versuch, den Häftling zu brechen, wenn die anderen Methoden nicht fruchten. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Trakt der Wärter. Fritz und ich erwarten einen Aufenthaltsraum, vielleicht einen Fernseher. Aber sicher nicht das. Vom Horrorkabinett kommen wir direkt in eine Art Wellness-Oase. Guck dir das bitte an. Eine Sauna. Sauna im Gefängnis. Ja. Wahrscheinlich eher nicht für die Gefangenen. Wenn ich jetzt nicht völlig irre, ist doch hinter dieser Wand direkt das U-Boot. Ja, stimmt. Ja. Klar, ist genau dahinter. Und hier haben die Wärter sich dann nach Feierabend das gemütlich gemacht. Schön. Sauniert. Na, Buddel Bier vielleicht, wenn es erlaubt war. Diese Parallelwelt schockiert uns. Neben der Sauna entdecken wir sogar noch ein Schwimmbecken. Hier haben sich nach Dienstschluss nicht nur die Wärter entspannt, sondern auch die Vernehmer. Die Vernehmer haben in Hohenschönhausen eine Schlüsselrolle gespielt. Hier war ihr Einsatzort. Ein eigener Trakt mit 120 Verhörräumen. Jeder Häftling hatte einen ihm zugeteilten Verhörraum. Der musste immer frei sein, damit, wenn du jetzt ein Geständnis ablegen willst, du auch sofort loslegen kannst. Nicht, dass der jetzt dummerweise gerade belegt ist. Ja, hab mich schon gewundert, warum das so viele sind, weil es ist ja doch endlos der Gang hier. Eine wahre Verhörfabrik. Ein Raum gleich dem anderen. Was sich hier abgespielt hat, wollen wir von Jörg Kürschner erfahren. Seine Geschichte beweist, auch als Bürger der BRD war man vor der Stasi nicht sicher. Kürschner war 1979 auf dem Weg zu einem Freund in Jena,
als er am Grenzübergang verhaftet wurde. Es folgten 6 Monate Verhörterror in Hohenschönhausen. Auf genau diesem Stuhl musste er Platz nehmen. Immer mit Blick zum Fenster. Immer am Ende des langen Tisches. Wie lief das dann ab? Waren das tägliche Verhöre? Oder Vernehmungen, sagte man ja? Vorher? Ja, in der ersten Zeit täglich. Mhm. Weil der Vernehmer ja auch den Haftschock ausnutzen wollte. Richtig. Und dann später waren es selten, waren die Vernehmungen wesentlich seltener und manchmal nur 1 bis 2 Mal die Woche. Und das war dann auch sehr nervenaufreibend. Jörg Kirschner hatte Bücher geschmuggelt von regimekritischen Autoren. Die wollte er seinem Freund in Jena mitbringen. An der Grenze untersuchten die Beamten sein Auto und entdeckten die Bücher in den Kopfstützen. Das war wohl naiv. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, welche Folgen das haben könnte. Und ich habe immer gedacht, das ist doch ein Irrtum, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber irgendwann kapiert man mal, dass es doch kein Irrtum ist. Und als ich dem Vernehmer das erste Mal begegnet bin, da wusste ich sofort vom Typen her, jetzt wird's ernst. Jörg Kirschner hat seine Stasi-Akte dabei. Sie enthält alle Protokolle der Verhöre. Die Unterlagen verraten, sein Vernehmer war psychologisch geschult. Er setzte bewusst auf Zermürbung. Das war immer im Wechselbad. Der konnte sehr, sehr freundlich sein. Der konnte aber auch ätzend, widerlich und hässlich sein. Ich erinnere mich daran, 30. April, ein Tag vom 1. Mai, Feiertag, war ich vormittags zur Vernehmung. Und als ich dann abgeholt wurde, um auf die Zelle gebracht zu werden, da sagte mir, ach übrigens, ich habe noch einen Brief von Ihrer Freundin, den kriegen Sie dann heute Nachmittag. Ja, heute Nachmittag war nichts, keine Vernehmung, dann war Feiertag. Ich habe diesen Brief dann erst 5 Tage später bekommen. Das macht natürlich mürbe. Dem Psychoterror der Verhöre und den knallharten Haftbedingungen hält er irgendwann nicht mehr stand. Sein Urteil? 5 Jahre Haft. Für Bücherschmuggel. Nach 2 Jahren wird er von der Bundesregierung freigekauft. Das Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen. Ein stummer Zeitzeuge düsterer Jahre. Fritz und ich sind froh, diese Beklemmung hinter uns lassen zu können. Ich muss sagen, ich habe das Ganze ja gar nicht so richtig mitbekommen, damals DDR und sowas. Ich bin 89 geboren. Aber ich muss sagen, dass ich es eigentlich gut finde, dass es hier so eine Gedenkstätte gibt, dass man das einfach ja, nicht vergisst und immer im Hinterkopf behält. Mhm. Ja, und ich persönlich finde ja, wie schön, dass es die Stasi und die DDR nicht mehr gibt. Das ist ein buchstäblich befreiendes Gefühl.